Die mit 36 beginnende Bestellnummer deutet darauf hin, dass Märklin dieses Modell einer Serie 28 der Angel Trains Cargo im preiswerteren Hobbyprogramm anbietet. Das bedeutet, teils einfache Ausführung bei der Detaillierung sowie Motor und Decoder, aber dennoch volle Spieltauglichkeit. Der Dachgarten ist simpel gestaltet, doch ist positiv anzumerken, dass die Dachleitungen beidseitig bis an die inneren Pantographen heranreichen und nicht bereits vorher gekappt sind. Sie sind ziemlich grobschlächtig proportioniert, was allerdings dem rauen Spielbetrieb des Modellbahner Nachwuchses entgegenkommt. Wie das Vorbild ist das Modell mit 4 Pantographen ausgestattet und so lässt sich auch auf der Anlage grenzüberschreitender Verkehr glaubhaft darstellen. Das Modell hat 2 Haftreifen aufgezogen, diagonal auf Rädern unter dem Führerstand 2. Diese Anordnung und das stattliche Gewicht von 500 Gramm sorgen für hohen Spielwert, der bei dieser Lok über jede Kritik erhaben ist. Sie meistert problemlos komplizierte Weichenstraßen im Vorfeld des heimischen Schattenbahnhofes und durch die bogenförmige Steilrampe schleppte sie 9 vierachsige Wagen ohne Sicht und hörbare Mühlen. Das Fahrgeräusch erweist sich bis auf ein leises Zirpen ohrenschonend leise. Wenig gefallen kann die Beleuchtungsfarbe, die eher an Uringelb als an Warmweiß gemahnt. Zu meckern gibt es auch nichts über die Fertigungsqualität, einschließlich der lupenreinen Bedruckung. Märklin reiht die Lok in die Epoche 6 ein und die begann 2006.